Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen auf meinem Kanal hier zu einem neuen Let's Play Projekt. Und es geht los mit Spider-Man Miles Morales. Bei mir ist etwas verspätet, denn eigentlich hatte ich gehofft, dass ich dieses Spiel hier auf der PlayStation 5 spielen kann. Habe aber leider noch keine bekommen. Man kann keine bestellen. Es sieht schlecht aus. Aber ich habe jetzt Bock auf das Spiel. Ich habe Cyberpunk durch. Ich habe gerade Zeit dafür. Es ist ein kürzeres Bonuskapitel für Marvels Spider-Man für die PS4, was ich ja auch auf meinem Kanal gespielt habe. Wann kam das raus? 2018 oder 2019? Da habe ich das ja auch auf Platin abgeschlossen. Das werde ich euch hier auch nochmal in der Infobox oder am Ende des Videos verlinken im Endscreen. Das ganze Let's Play von Spider-Man, wie gesagt, habe ich auf Platin abgeschlossen. Und da erlebt ihr nämlich schon so eine kleine Vorgeschichte für Miles Morales, wo es hier in diesem kleinen Bonuskapitel hier drum geht. Wir können uns jetzt hier auch nochmal ein Video anschauen, was bisher geschah. Da werde ich gleich nochmal anmachen, aber wie gesagt, das Let's Play kann ich euch auch empfehlen. Das war nämlich echt sehr, sehr, sehr cool. Also mir hat das ganze Spider-Man-Spiel sehr gut gefallen. Deswegen hatte ich auch große Lust hier auf Miles Morales und ja, heute starte ich das jetzt hier auch auf meiner PlayStation 4 Pro. Leider keine PS5, aber die Geschichte wird trotzdem bestimmt super sein, genau wie auch das Haupt-Spider-Man-Spiel. Und wenn ihr Bock habt und wollt das gerne mit mir durchleben hier und wollt das gerne täglich verfolgen, das Let's Play, dann schaltet doch gerne täglich ein, ich würde mich freuen. Oder wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn die neue Let's Play-Folge erscheint. Oder auch Benachrichtigung, wenn ich live streamen sollte. Und jetzt schauen wir uns hier einfach mal die Zusammenfassung an von Spider-Man, was da so passiert ist. Weil das ist auch wichtig für Miles Morales, für den Charakter, weil es jetzt hier ja direkt weitergeht mit seiner Geschichte. Also schauen wir mal rein. Bis vor etwa einem Jahr lief mein Leben eigentlich normal. Ich lebte am besten Ort überhaupt. Brooklyn, natürlich. Hatte zwei coole Eltern und stand total auf Wissenschaft und Superhelden. Alles änderte sich, als mein Vater beim Anschlag auf das Rathaus starb. Ich konnte nicht fassen, dass er tot war. Aber Peter Parker und seine Tante May waren für mich da. Und auch Spider-Man, der, wie ich später erfuhr, Pete ist. Verrückt, was? Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig. Die ganzen Spidey-Superschurken tobten sich aus. Ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Und danach dann, ob ihr es glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde anders. Damit Mom sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete. Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros. Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus. Ich versuche noch, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Schule, Freunde, den Umzug. Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen. Aber ehrlich, ich kann kaum erwarten, was die Zukunft bringt. Das war die kurze Zusammenfassung, was in Marvel Spider-Man für die PS4, was damals geschehen ist. Und ja, er hat jetzt schon seine Fähigkeiten bekommen und mal gucken, wie er damit leben kann. Und wir haben eben gesehen, ja, die haben das Aussehen etwas von Peter Parker angepasst. Das ganze Gesicht wurde verändert. Das sieht jetzt nicht mehr so aus wie in dem Let's Play, was ihr auf meinem Kanal seht. Da sieht das Gesicht von Peter Parker noch anders aus. Die haben es jetzt ja für die neuere Version ein bisschen angepasst, damit er meiner Meinung nach ein bisschen aussieht wie Tom Holland. Also ein bisschen Ähnlichkeit ist ja da, finde ich. Und er sieht ein ganzes Stück jünger aus als jetzt im Hauptspiel. Aber man muss sich dran gewöhnen. Das ist eine Änderung, die sie gemacht haben. Da kann man jetzt nichts mehr dran verändern. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Anfang von Miles Morales hier. Und wie gesagt, schaltet täglich ein. Ich würde mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Let's Play gefällt. Und jetzt viel Spaß mit dem Anfang des Spiels. Bahn nachfahren.
die Wahl registriert? Danke, Kleiner. De nada. Das ist so cool. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Theos Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber lassen Sie etwas Platz für den neuen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was der neue Spider-Man so erlebt hier, ne? Der Konvoi. Da sind wir gleich schon wieder in der Action drin und können die Kontrolle übernehmen. Dann los! Hey Pete, ich bin gleich da. Hab ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen noch. Fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher gestopft haben. Hoffentlich. Okay. Ich komm näher. Bin gleich da. Da ist das Raft, das Gefängnis. Ich sag Mom, dass ich später komme. Miles, ¿qué tal? Hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Ich schau noch mal woanders. Oh, danke. Und geh nicht nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja. Gute Idee. Bis später, Mom. Und das ist genau Mann, da, wo wir hingehen. Wie schafft das Pete mit seiner Geheimidentität? Mich macht das total fertig. Was wir gleich auf jeden Fall schon mal merken, ist, dass die Bewegungen von Miles Morales ein bisschen anders aussehen als von Spider-Man. Er ist ja noch nicht so lange hier mit den Fähigkeiten unterwegs. Und ist daher noch ein wenig... Ja, sieht noch ein bisschen unbeholfen aus ab und zu. Aber ich muss auch wieder reinkommen, weil das Spider-Man Let's Play liegt, wie gesagt, schon ein bisschen her. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, aber das hat ja so mega Bock gemacht, mit Peter Parker schon durch die Stadt zu schwingen. Und das wird hier mit Miles Morales sicherlich genauso geil sein. Ein Jahr okay, später... Bleib cool, bleib cool. Du hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen. Du schaffst das. Einatmen, ausatmen. Bleib cool. Ja, so muss ich da hochkommen. Okay, an der Wand laufen, das geht so. Perfekt. Also die Story hier spielt ein Jahr nach dem Hauptspiel. Das Bonuskapitel. Yeah. Pete! Bist du hier? Ich brauche noch etwas Treibstoff. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Doc Ocks Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Scorpion, vielleicht jemand Größeres? Okay, wir haben ein Problem. Ja, das ist ja voll Miles, gut. Lass mich. Ich schaff das, Pete. Keine Sorge. Miles, nicht! Gut vorbereitet ist es nicht, wenn das Kabel einfach reißt. Das ist sicher. Sie treffen ab, Helix 2. Das ist nicht sicher. Das Gewicht zieht mich mit. Korrigieren auf 236. Bruder reagiert nicht. Achtung, gleich knallt's. Helix 2 stürzt ab. Helix 2 stürzt ab.
Achtung, Achtung, Achtung! Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten, Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay, wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Oh-oh, wer ist da drin? Bevor das passiert. Das ist Rhino, hallo, oder? Oh, ihr kleinen Spinnen. Ja, es ist Rhino. Und noch mehr Insassen. Na super. Miles, ich nehme Rhino. Aber du musst die Ausbrecher aufhalten. Alles okay, klar. Aufhalten. Mach ich. So, Netzschlag. Bam. Zeig dir, was du kannst, Freak. Welche Taste war nochmal ausweichen? Ah, du klappst. Okay, danke schön. Solche Missionen anvertrauen. Das nee. Mit dem Heli war super, Kleiner. Eine echte Heldentat. Das Kabel wäre so oder so gerissen. Wie wär's, wenn wir uns zusammensetzen und reden? Bitte? Nein? Also gut! So, die sind down. Los, es geht los. Wie läuft's da draußen? Ich hab fast alle. Den Schwierigkeitsgrad habe ich auf unglaublich gestellt. Das ist so das Ausgeglichene. Oh, der hat eine Waffe. Netzschlag. Ah, ich wollte Netzschlag machen. Okay, wir spüren ihn ein. Wiederholt. Ah ja. Ich habe alles vergessen vom Hauptspiel. Ich muss Pete helfen. Ich muss die Kontrolle zurückerlangen. Der hat auch eine Waffe. Mülleimer werfen. Oh, toller Wurf. Machst du Sport? Ernsthaft, du bist in Topform. Ich warte auf eine große Karriere. Ich hab ihn. Was macht die Straße, Spider-Man? Ganz ehrlich, irgendwie erschreckend. Weihnachten in New York. Ich liebe es. So nah war ich noch nie an dem großen Rand. So, die. Alter, wo kriegen die immer die scheiß Schusswaffen her? So würde ich es nicht sagen. Alexei, Lieblingsweihnachtslied. Nichts nach 1965. Das ist super. Meins ist. Wow. Einfach wow. Wow, au, 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 au. Aua. Alter, die sind aber aggressiver geworden, die Gegner hier. Schlüssel, weg hier! Hallo, wir müssen weg hier! Verzieht euch doch! Ich brauche Hilfe hier oben! Hast das? Deine Festtagsstimmung ist dieses Jahr ein bisschen drüber, Alexei! Oh oh, jetzt noch ein Selfie machen, ist klar, ey! Mann! Halt durch, Pete, ich komme! Wenn der erstmal Tempo erreicht hat, das ist nicht gut. Dann ist Rhino schwer zu stoppen, ey. Wow, das sieht ja nice aus. Oh, hey, sorry, frohe Feiertage. Wow. Das war ja mal wieder mal eine Kamerafahrt. Skala von 1 bis 10. Wie sind wir? 10 für die spektakuläre Show, 1 für die Schadensbegrenzung. Die Schlagzeile im Bugle morgen wird der Hammer. Wenn der Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, lang, haben lang. Wir Glück. Da wird sich der Jonah Jameson aber wieder freuen, wenn Spider-Man hier wieder einiges kaputt gemacht hat. Oh, Mist, das Winterfest! Pete, ich krieg langsam ein übles Gefühl, Mann. Alter, ist das schnell. Wir werden ihn aufhalten, wenn wir zusammenarbeiten. Wo wir gerade dabei sind, hilf mir doch mal. Ja, ja, ich bin ja unterwegs, ey. Ja. Ich helf dir. Ausweichen. Der schmeißt mit Schilden. Okay, Pete. Ich mach das. Lass einmal los, Cowboy. Oh, oh. Oh, 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 warte, nicht die Maul. Ist doch nur das Parkhaus. Festhalten, kleine Spinne. Ich kann ihn lenken. Ich bräuchte Hilfe. Oh, hey. Oh, oh. Weg da! Du bist sicher! Und du auch! Hast du auch weniger zerstörerische Hobbys? Alter, wie gut das wieder aussieht! An der Wolga!
Das klingt nett. Die Macht über Leben und Tod. Wie ein Rhino in der Mall, oder was? Nicht so nett. Hab dich. Nicht der Kinderwagen. Danke. Gern geschehen. Weg von Babys. Der hat doch schon gesessen. Oh, yo. Das wird teuer. Hey, du weißt, dass du Weihnachten ruinierst, oder? Die letzten 6 Weihnachten saß ich hinter dicken Stallmauern. Zu Recht. Danke, Spidey. Dieses Jahr will ich Spaß haben. Er ist eine Plage. Jonah. Er ist eine lahme Plage. Zu simpel. Vielleicht. Er ist eine Schwachköpfige. Hey, Jonah, siehst gut aus. Sehr festlich. Plage. Eine schwache, tückische, irre Plage. Und jetzt hat er auch noch 2 davon an der Backe. Miro, donde ist das? Doch nicht jetzt. Hey, Mom. Ja, Kokosmilch. Danach suche ich immer noch. Ist ein echtes Abenteuer. Was ist? Kennst du? Ja, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen. Ja. Miro, lüg mich nicht an. Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Sima, te quiero mucho. Hab dich auch lieb. Jetzt oder niemals. Wir müssen ihn stoppen. Ach was? Schon unterwegs. Die Gegend kenne ich hier, weiß schon mal. Als Spider-Man. Yeah. Das ist alles noch Harlem, ne? Wir müssen ihn erledigen. Schnell. Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf. Lenkt ihn ins Wasser oder so. Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Wickelt ihn die Beine ein. Wie in Star Wars. Oh, oh. Einfach das halbe Stadtviertel auseinandernehmen. Bist du okay? Wow. Alter. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Alles klar. Ich hab ihn. Bin gleich da. Mach dich bereit. Okay. Ja. Gib mir eine Minute. Das ist gerade der Anfang des Spiels und wir zerlegen hier das ganze Stadtviertel schon. Die Jacke ist auch kaputt. Raketenwerfer. Kleiner Tipp an die Polizei. Beim nächsten Konvoi nicht mit Panzerfäusten auflaufen. Vielleicht ja. Am besten nirgendwo. Da ist noch einer. Verschwinde, Spider-Man. Du machst alles noch schlimmer. Welch meinst du? Ich will euch doch helfen. Da oben ist hier. Okay, da oben. Rauf da. War das noch so? Konnte ich nicht auch da oben Netzschlag machen und dann da rein? Oder da rauf? Mit R2 oder R2. Ja, so. Okay. Er ist in der Luft. Schnapp ihn. Hab ein bisschen Rücksicht darauf, dass man sich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen muss, wenn man Spider-Man jetzt schon länger nicht gespielt hat. Aber da komme ich schnell wieder rein. Einmal wieder nur die ganzen Controls im Kopf haben. Hä? Fortfahren. Eine erfolgreiche 15er-Kombo gibt dir die Fähigkeit, einen Finisher auszuführen. Naja, das. Finishen. Bam. Schöner Kick, ey. Chuck Norris wäre so stolz. Schusswaffe. Koffer nehmen. Und jetzt ein Zementsack. Auch gut. Und der letzte. Die sind überall auf der Brücke. Jetzt gehen wir dahin. Aus der Luft. Bam. Oh, da kommt Rhino. Aua. Schön hochgezogen. Er verliert nie. Lass ihn nicht hinter. Halt. Noch einer? Pete! Bin ich schon bereit? Mann, halt durch! Ah, das sieht immer so gut aus. Da unten ist Rhino. Okay. Finale Arena oder was gegen ihn? Alles klar?
Oh oh. Da kommt eine Spinne geflogen. Pete! Pete! Pete, wach auf! Wach auf! Wach auf, Mann! Kümmer dich lieber erstmal um das Nashorn. Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Ah, der ist doch gut. Immer auf die Kleinen. Miles, verschwinde hier. Mann. Hau, endlich! Die Donnerfaust. Was war das? Jetzt entdeckt er langsam seine eigenen Kräfte hier. Okay, Venom-Schlag verursacht beim Aufprall Venom-Schocker. Venom-Schocker-Gegner erleiden durch Basisangriffe zusätzlichen Schaden. Okay, denn... Ja, Miles Morales wurde ja von einer anderen Spinne gebissen als Peter, auch viele Jahre später. Und diese Spinne hatte noch ganz andere Eigenschaften, die jetzt auf Miles übergegangen sind. Und er hat halt so Schockfähigkeiten und das gehört auch so, das ist in den Comics genauso. Oder auch wenn ihr den Film gesehen habt, Into the Spider-Verse, wo auch Miles Morales da auch ein bisschen vorgestellt wurde. Aber in den Comics gibt es ihn ja schon ein bisschen länger, hatte halt auch so eine, ja... besonderen Fähigkeiten, die halt der alte Spider-Man Peter Parker nicht hat, weil es halt unterschiedliche radioaktive Spinnen waren, die die beiden da gebissen haben. So, also, hauen wir ihn weg. Du benötigst Venom-Kraft, um Venom-Schlag auszuführen. Baue Venom-Kraft auf, indem du Gegner angreifst oder ihn ausweichst. Okay, und wo ist dann die Anzeige dafür? Werde ich sicherlich irgendwo sehen. Ah ja, da. Wie mache ich das überhaupt? Mit Elektrozyten? Oder eine Art Feldinduktion? Vielleicht... Bam. Du überlebst, aber dein Mentor stirbt. Gehörte das. Du verwendest Wörter, die länger sind als Krach und Boom. Wer hätte das gedacht? Damit hat er nicht gerechnet, ey. Der kassiert ganz gut. Du wirst ab jetzt keine mehr wehtun. Er wehrt wieder was, ne? Mal sehen, was du drauf hast, Kleiner. Und wieder aufgeladen. Du wirst niemanden mehr herumschubsen, Alexi. Oh, da ist was wehgetan. Einmal wieder durch die Wand, bitte. Nicht nochmal. Geh runter. Ich bin unten. Du bist ein würdiger Gegner. Einmal noch ausweichen, dann habe ich... Und da kommt die Schelle. Ich bring dich auch nicht weiter, Alexi. Du hältst mich nicht auf! Du hast die halbe Stadt zerstört! Ist dir das egal? Und in Zukunft nutzt eure Zeit ab! Keine Ausbrüche mehr! Finisher bereit! Oh! Weißt du, Mann? Wenn ich gegen dich antrete, dann ist das kein Finisher mehr. Wie heißt das da? Tontauben schießen! Tauben schießen? Du kommst jetzt auf der Taubenvergleich, das passt gar nicht. Ich hasse Tauben schießen! Du hast heute vielen Leuten wehgetan, Alexi! Zu viel! Finisher? Jetzt aber. Mach ihn kaputt, Junge! Oh, Choreografie! Lebst du noch? So halb. So, bitte wieder eintüten, den Guten. Wer sind die denn? Spezialeinheit? Die ist neu. Jungs? Wow, echt? Wow. Okay. Simon? Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls.
Sorry, unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank, euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke, aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Zwielichtiger Typ. Er hat recht. Verschwinden wir. Und überlassen das der Polizei. Also. Ja. Danke. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Wenn er den wirklich der Polizei übergibt. Eine Garantie gibt's dafür nicht, oder? Er will also hier wieder... Elektrizität. Ah. Wow. Ja. Ich muss zugeben, ich bin neidisch. Hey, Mann. Ich bin längst nicht wie das Original. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Okay. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's? Ist das ein echter Eid? Natürlich. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Tja. Dann bis demnächst, Spider-Man. See you later. Einziger Spider-Man. Jeweils für die nächsten Wochen. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Spider-Man macht Urlaub. Mit MJ. Beruflich natürlich. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht. Er hat denn nicht mal was Ordentliches anzuziehen. Ein Kampf mit Rhino, alles kaputt. Okay, Netze gut freigeschaltet, alles abgeschlossen. So Leute, das war die erste Folge von Miles Morales Spider-Man hier auf der PS4 Pro. Spiele ich das Ganze. Und wir können in der nächsten Folge hier dann nochmal ins Fertigkeitenmodul reingehen, weil wir, Alter, was kriegen wir da alles schon? Geschwindigkeitsboost und. Alles freigeschaltet. Sehr cool. Also, ich hoffe, euch hat die erste Folge schon mal gefallen. Es ist natürlich wieder bombastisch inszeniert, genau wie das Hauptspiel auch schon. Es ist als ungewohnt, wenn man jetzt Peter Parker sieht und die einfach das Aussehen geändert haben. Von Hauptspiel jetzt zu dem Miles Morales Abenteuer, dass der einfach so anders aussieht. Und ich finde einfach, dass er vorher passender aussah für die Geschichte, die sie hier erzählt haben, weil er auch schon ein bisschen älter war und schon lange als Spider-Man aktiv war in der Stadt, schon länger als 8 Jahre. Und jetzt sieht er einfach irgendwie wieder um ein paar Jahre verjüngert aus. Naja, muss man schauen. Also lasst einen Daumen nach oben für die erste Episode und es geht hier täglich weiter. Morgen kommt dann schon die nächste Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.